Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Bundesliga. Dabei weilen die Königsblauen im Trainingslager im spanischen Benidorm. Während die sich die Spieler sportlich auf die kommenden Monate vorbereiten, gibt es in Sachen Transfers täglich neue Meldungen. Erlebe alle Highlights von Schalke 04 auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Nachdem Barca-Talent Munir El Haddadi eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags abgelehnt hat, macht sich Schalke nun Hoffnungen auf einen Transfer des spanischen Angreifers. Franco Di Santo, dessen Vertrag am Ende der laufenden Spielzeit ausläuft, spielt in der aktuellen Saison keine Rolle in den Überlegungen von Trainer Domenico Tedesco und wurde jüngst aus dem Profikader gestrichen. Folglich soll es den Argentinier nun in Richtung Chile ziehen. Des Weiteren beschäftigt sich die Schalker Clubführung derzeit mit einer Verstärkung für die Defensive und hat diesbezüglich nun den Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu von den Young Boys Bern im Visier. Zuvor hatte der Club verkündet, dass der Brasilianer Naldo zur AS Monaco wechselt. Während Mehdi Benatia von Juventus Turin als dessen Nachfolger gehandelt wird, äußerte sich auch Sportchef Christian Heidel rückwirkend zum Transfer von Naldo, man habe den 36-Jährigen nicht abgeben wollen. Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04. Das sind die wichtigsten Neuigkeiten am Dienstag. Schalke will Young Boys Verteidiger Mbabu. Young Boys Verteidiger Kevin Mbabu steht laut dem Blick auf dem Wunschzettel des FC Schalke. Doch S04 kann die Ablösesumme von 14 Millionen Euro im Winter wohl nicht aufbringen, deswegen soll der Betrag erst im Sommer fällig werden. Die Bild bringt derweil eine Ausleihe mit verpflichtender Kaufoption ins Spiel. Der Spieler selbst betonte aber noch am Montag, dass er zu 60% in Bern bleiben werde. Ein Wechsel wird auch von BSC-Sportchef Christoph Spücher nicht kategorisch ausgeschlossen. Munir schlägt Vertragsverlängerung aus, Chance für S04, der FC Barcelona wird offenbar spätestens im kommenden Sommer von Angreifer Munir El Haddadi trennen. Der 23-Jährige sei laut spanischen Medienberichten nicht daran interessiert, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Folglich habe Barca-Coach Ernesto Valverde bereits angekündigt, Munir aufgrund dessen Entscheidung nicht mehr in den Kader berufen und stattdessen anderen Nachwuchsspielern den Vorzug geben zu wollen. Die Situation um Munir könnte dem FC Schalke 04 in die Karten spielen. Die Königsblauen werden bereits seit geraumer Zeit mit dem spanischen Angreifer in Verbindung gebracht. Die Chancen auf eine Verpflichtung stehen angesichts der ausgeschlagenen Vertragsverlängerung Muniers nun deutlich besser. Das Wintertransferfenster wäre zudem die letzte Möglichkeit für die Katalanen, eine Ablöse zu generieren. Andernfalls könnte Munir den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. Colo-Colo an Franco Di Santo interessiert. Der chilenische Erstligist Colo-Colo ist angeblich um die Dienste von Schalke-Angreifer Franco Di Santo bemüht. Wie der argentinische Fox-Sports-Journalist Jorge Baravelle berichtet, soll Di Santo dort den ehemaligen BVB-Star Lucas Barrios beerben. Unter Schalke-Coach Domenico Tedesco kommt der 29-Jährige aktuell kaum zum Zug. In der laufenden Saison absolvierte Di Santo lediglich 4 Einsätze für die Königsblauen. Di Santo war in der Vergangenheit bereits in Chile tätig. Zwischen 2007 und 2008 stand der Argentinier bei Audax Italiano unter Vertrag, ehe es ihn über Stationen in der Premier League in die Bundesliga zog. Schalke buhlt um YB-Verteidiger Kevin Mbabu. Schalke 04 ist offenbar an einer Verpflichtung von Kevin Mbabu von den Young Boys Bern interessiert. Dies berichtet das Schweizer Nachrichtenportal Now. Der dreifache Nationalspieler ist angestammter Rechtsverteidiger, kann in der Abwehrkette jedoch flexibel eingesetzt werden.
Neben den Knappen seien auch Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart sowie der VfL Wolfsburg um die Dienste des 23-Jährigen bemüht. Mbabu war im Sommer 2016 zunächst im Rahmen eines Leihgeschäfts von Newcastle United zu den Young Boys Bern gewechselt und ein Jahr darauf schließlich fest verpflichtet worden. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Norbert Elgert über Probleme in der Nachwuchsarbeit müssen wieder mehr Entscheidungsfreude fördern. Norbert Elgert, Nachwuchstrainer beim Bundesligisten Schalke 04, hat seine Bedenken über Fehlentwicklungen im deutschen Nachwuchsfußball zum Ausdruck gebracht. Im Interview bei Sport 1 im Rahmen des Mercedes-Benz Junior Cups in Stuttgart sagte der Trainer der U19 von Königsblau: "Wir müssen bei den Spielern wieder mehr Entscheidungsfreude fördern. Wir brauchen Spieler, die sich mehr zu dribbeln trauen, die das 1 gegen 1 suchen. Demnach würden die Spieler zu oft zum Abspielen angehalten, anstatt eigene Entscheidungen fällen zu können, wie oft heißt es. Dazu doch, Spiel ab." De Fummelkopp, Ex-Profi Mehmet Scholl, hatte vergangenes Jahr bereits Kritik an der Trainerausbildung beim DFB geäußert und dabei behauptet, dass man die Basis des Spiels verliere. "Er hat das ein bisschen extrem formuliert, aber ich bin da in verschiedenen Bereichen durchaus bei ihm", reagierte Elgert am Sonntag auf die Entwicklungen in Deutschland. Elgert ist seit nunmehr 22 Jahren für die U19 des FC Schalke zuständig und hat in dieser Zeit unter anderem Leroy Sane, Thilo Kehrer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Manuel Neuer auf die Profiszene vorbereitet. Schalke-Manager Christian Heidel rechtfertigt sich für Naldo-Transfer. Schalke-Manager Christian Heidel hat nach dem Abgang von Naldo zur AS Monaco erneut betont, dass der Verein keine Bestrebungen hatte, den 36-Jährigen zu verkaufen. Der Innenverteidiger sei in der Woche vor Weihnachten an den Verein herangetreten und soll Heidel mit seinem Wechselwunsch völlig überrascht haben. "Mein erster Impuls war, nein, auf keinen Fall. Denn wir hatten 0,0 die Ambition, ihn abzugeben", erklärte der 55-Jährige in einem offiziellen Statement des Vereins am Sonntag. Schalke. Gerüchte um Mehdi Benatia von Juventus Turin. Bundesligist Schalke 04 hat bei seiner Suche nach Verstärkungen seine Fühler angeblich nach dem früheren Bayern-Profi Mehdi Benatia von Juventus Turin ausgestreckt. Das berichtet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport. Der 31 Jahre alte marokkanische Nationalspieler könnte bei den Königsblauen den zum AS Monaco gewechselten Innenverteidiger Naldo ersetzen.